Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Lego Marvel Avengers. Los geht's. Die setzen mich immer wieder auf Captain America, obwohl die wissen, dass Iron Man der geilere Typ ist. Also bitte, er kann fliegen. Und kann die Dinger hier abfeuern. Attacke, attacke. Danke. Attacke! Da braucht man jetzt Captain America. Und der macht gleich wieder den Abflug. Ich glaube, es geht los. Also, da könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen. Ich fand das eben auch witzig. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Vorhin in diesem kleinen Videoclip. Das war Stan Lee natürlich. Wie fühlt man sich so als Genie? Ab jetzt. Ja, runter mit dir. Wir müssen eine Turbine reparieren. Beim Drive-In gehalten? Jetzt kann er erst sein Schild dagegen schmeißen. Escort 6-0, hören Sie mich? Ich wiederhole, hören Sie mich? Was ist passiert? Ich kann nichts mehr überraschen. Noch eine schöne Team-Kombo. Schnell zusammenbauen. Dann kann der Cap nämlich mitkommen.
die da schön zusammenbauen. Irgendeine Form von Elektrizität. Haben Sie schon mal recht. Ja, wir wissen ja alle, dass der Captain nicht so gut in Sachen Elektrizität ist. Okay, die Relais sind intakt. Was sollen wir machen? Ich gehe da rein und kurbel es an. Bunsenbrenner à la Iron Man. Stark, wir verlieren an Höhe. Ja, hab ich mitgekriegt. Ob du jemals nicht darauf reinfällst? Natascha? Die Menschen halten uns für unsterblich. Prüfen wir das doch nach. Treten Sie zurück. Gefällt's Ihnen? Nicht mal ich weiß, was der kann. Wollen Sie es rausfinden? Ja, und das war's mit dem Level Helicarrier Chaos. Gibt noch mal schön jede Menge Stats dazu. Wir haben leider den wahren Avenger nicht geschafft, das ist aber leider nicht. Aber das ist nicht sehr schlimm, so rum. Das ist ja nur ein Spiel. Stanley haben wir auch nicht befreit. Ein Minikit haben wir aber abgeräumt. Also gibt es nur einen goldenen Stein. Wir gehen und setzen die Geschichte vor. Sie werden verlieren. Es mangelt Ihnen an Überzeugung. Ich glaube nicht, dass... Das kann das Ding also. Die hätten sie für ihn signieren sollen. Es gab mal eine Idee. Stark weiß davon. Die sogenannte Avengers-Initiative. Die Idee war, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Zu sehen, ob sie zu was Größerem werden können. Phil Coulson hat noch an diese Idee geglaubt, als er gestorben ist. Helden.
Ich tanze bestimmt nicht nach Furys Pfeife. Ich auch nicht. Aber im Moment müssen wir das beiseite lassen und unseren Job machen. Loki braucht eine Energiequelle, wenn wir eine Liste zusammenstellen. Ist persönlich. Er will uns besiegen und er will dabei gesehen werden. Er will ein Publikum. Das hier ist die Premiere und Loki ist eine ausgewachsene Diva. Er will Blumen, er will Paraden, er will ein Monument, das in den Himmel aufragt mit seinem Namen drauf. Verquälter Penner fehlt hier noch. Oder verdammter Penner, wie es im Film ja heißt. Und es kommt nur ein Gebäude als Energiequelle in Frage. Der Stark Tower. So viel dazu. Aber wir sehen uns erst im nächsten Part. Im nächsten Part geht es weiter mit der Geschichte um die Avengers-Initiative. Also Coulson ist gestorben beim Versuch, Loki aufzuhalten. Und dann hat man eben gesehen, wie sie an diesem Ding standen, wo Thor runtergefallen ist. Runtergefallen ist, so rum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist das Ende von diesem Part. Ja. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Lego Marvel Avengers. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr dieses Video oder den Kommentar, oder den Kanal, so rum, unterstützen wollt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschö, mit Ö.